Eins der größten Länder der Welt mit sehr großen Ambitionen für wirtschaftlichen Erfolg und einer sehr starken politischen Führung. Ich glaube, das beschreibt China sehr, sehr gut. Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zur DoD Plus News Ausgabe im Mai 2023. Mein Name ist Mario Künzel und bei mir ist heute der Fondsmanager und Analyst Moritz Rehmann zu Gast. Hallo Moritz, schön, dass du da bist. Hallo Mario, schön, dass ich hier sein darf. Wir gehen jetzt, meine Damen und meine Herren, heute mal auf das Thema China ein. Ich muss es ein bisschen konkretisieren. Es ist nicht nur China, sondern Asien im Allgemeinen. Und Moritz war jetzt Ende März erst in Asien, hat da Eindrücke mitgebracht. Und ja, Moritz, es war ja schon so, dass im Prinzip China sehr viel Hoffnung ja auch geschürt hat durch das Ende der Zero-Covid-Politik. Wir werden gleich mit Charts mal zeigen, was auch passiert ist danach. Jetzt kommt so ein klein bisschen Enttäuschung wieder zurück. Vielleicht mal mit zwei, drei Sätzen. Was war so deine Wahrnehmung, als du in Asien warst? War da Aufbruchstimmung oder war da eher noch gedämpfte Vorsicht? Also ganz ehrlich, ich war ja primär in Hongkong und da hatte man eigentlich schon den Eindruck, dass Aufbruchstimmung herrscht. Also die Leute waren wieder draußen, die Straßen waren voll, die Malls waren voll. Der Flughafen füllte sich zumindest langsam, was die Domestic Flights angeht, also die lokalen. Internationale Flüge war sicherlich noch was, was noch nicht in dem Maße zurückgekommen war. Aber man hatte ganz klar den Eindruck, dass die Leute wieder nach draußen wollen und dass sie im Endeffekt auch einiges nachzuholen haben, was in den letzten Jahren eben nicht ging. Und wenn man sich mit den dort lokal tätigen Arbeitnehmern unterhalten hat oder auch mit den Konferenzteilnehmern, die aus dem Festland kamen, dann war ganz klar der Tenor, dass es im Festland in China genauso eine ähnliche Tendenz hat. Also wir sehen dort, dass die Leute zurückgehen in die Malls, dass sie wieder eigentlich froh sind, auch wieder regulär, ich sag mal, in den gebauten Shops einkaufen gehen zu können, nicht nur online und nicht nur im E-Commerce. Und dass eben gerade auch die ganzen Dinge rund um Veranstaltungen, um Essen gehen, um Restaurants, dass da im Endeffekt große Schlangen auch vor den Läden zum Teil sind. Also die wiedergewonnene Freiheit wurde Ja. gefeiert. Das ist ja auch gut für die Binnenkonjunktur. Da gehen wir aber gleich drauf ein. Lass mich mal eine Sache einblenden, die vielleicht am Anfang ganz, ganz wichtig ist. Wir haben ja viel auf die westliche Welt jetzt geschaut in den letzten Wochen und Monaten, speziell ist auch am 3. Mai, FED-Sitzung, 25 Basispunkte nach oben, hat nicht enttäuscht, das war erwartet, die 25 Basispunkte auch bei der EZB. Und jetzt sehen wir hier im Prinzip eine Sache, die in 2022 gut nachvollziehbar war, dass, ja, wenn man so möchte, China auf dem letzten Platz war, was die Entwicklung betraf. Und bis Mitte April sah die Welt dann etwas anders aus. Dann haben wir schon ein China gesehen, was wieder erstarkt ist und jetzt ein Stück weit eine Korrektur wieder gesehen. Wie erklärt sich das? Ist man schon so, dass die Investoren immer noch mit einer gewissen Vorsicht reingehen? Ich weiß ja auch bei DoD hat man eher so eine gedämpfte Vorsicht signalisiert, nicht gleich auf den Zug aufgesprungen. War das im Nachhinein gut, etwas vorsichtiger zu sein? Ich denke schon, in dem Fall, wenn man sich die Datenpunkte aus dem Januar und Februar anschaut und auch zum Teil noch aus dem März, dann sah ja eigentlich alles nach, ich sag mal, wieder erstarken in China aus und auch nach starken Tendenzen in der Öffnung. Und jetzt sehen wir eben im April Datenpunkte, die zumindest so ein bisschen das Momentum zum Teil rausgenommen haben, was wir eigentlich sehr stark in den ersten 3 Monaten dieses Jahr hatten. Das heißt, dass das jetzt alles auf einer geraden Linie weiter nach oben zieht, das wird wahrscheinlich jetzt so auch nicht kommen, sondern wir werden schon sehen, dass hier und da immer mal wieder eben auch mal schwächere und mal stärkere Monate dazwischen sind. Angeblich sind jetzt die Datenpunkte im Mai schon wieder besser als die im April. Aber man wird sicherlich eine gewisse Volatilität in der Datenlage weiterhin haben. Und man muss sicherlich in China auch relativ stark trennen zwischen den Staatskonzernen und eben den, ich sage es mal, den Challengern, also sprich den vielleicht mehr kommerziell geprägten Unternehmen, die nicht ganz so stark staatsnah sind. Und bis zuletzt hat man eigentlich gesehen, dass eben auch gerade die Unternehmen, die staatsnah waren, die waren, die performen konnten, während die anderen eher noch ein relativ schwieriges Fahrwasser haben. Und das ist sicherlich auch das, wo wir momentan einiges an Arbeit reinstecken im Research, eben aufzuteilen, wo sollte das Geld mehr hingehen? Eigentlich eher in die staatsnahen Konzerne oder haben die anderen auch wieder Potenziale aufzuholen oder Marktanteile zurückzuerobern, die in den letzten Quartalen und Jahren auch gerade während der Covid-Zeit zu den Staatskonzernen zurückgeflossen sind? Da gehen wir nachher noch drauf. Das ist ja auch das Thema der Politik von Xi Jinping, der sozialen Gerechtigkeit. Da habe ich nachher noch eine Frage an dich. Aber lass mich noch mal ganz kurz zu der fundamentalen Sicht zurückgehen. Und da haben wir natürlich ein Thema, was nicht vom Tisch ist. Und das ist logischerweise, du weißt schon, worauf ich hinaus möchte, die Immobilienkrise. Es gibt ja nicht nur jetzt Euphorie in China, sondern auch noch eine gewisse, ja, Demut zu den Problemen, die im Lande sind. Ich habe ja meine Folie dabei. Fangen wir mal mit der Mortgage Rate an, also den Hypothekenraten. Vielleicht kannst du kurz mal deine Situation schildern.
Wie präsent ist denn diese Immobilienkrise noch in China? Wie stark beeinflusst sie noch die Wirtschaft und wie viel Risiko seht ihr da noch? Also ganz klar muss man sagen, die Gretchenfrage, ob China im Endeffekt dieses Jahr die Wachstumsziele schafft, also im Endeffekt will China ja eigentlich mindestens mit 5% dieses Jahr wachsen im GDP, wird daran hängen, ob sie es im Endeffekt auch schaffen, den Immobilienmarkt zu beleben. Also ohne den Immobilienmarkt wird dieses Wachstumsziel kaum zu erreichen sein, nachdem je nach Schätzung der Anteil an der Wirtschaft in China so bei manchen Rechnungen bei 20% liegt, bei manchen Rechnungen bei 25% vom GDP-Wachstum, die im Endeffekt der Immobiliensektor im weiteren Sinne dann für dieses Wachstum auch beitragen muss. Das heißt, ohne das wird es nicht gehen. Das heißt, da wird ganz stark auch der Fokus, denke ich, der Regierung liegen, diesen Sektor wieder zurück auf Wachstumskurs zu bringen. Dazu müssen auch die Preise stabilisiert werden und auch die Käufer wieder incentiviert werden, mehr in den Markt zu investieren. Und vor allem muss auch Vertrauen zurückkehren, dass die Immobilie nicht im nächsten Jahr billiger ist als in diesem Jahr. Also das, was eigentlich jahrelang in China galt, dass die Leute da eine sichere Geldanlage hatten, wo jedes Jahr die Preise nach oben gingen, das ist schon von der Wahrnehmung her in den letzten 2, 3 Jahren gestört worden, dieses Bild. Und das muss jetzt eigentlich erst wieder eine gewisse Stabilisierung auch erfahren, dass es wieder letztendlich Vertrauen gewinnt als Geldanlageform. Und hier sehen wir eigentlich auch schon, was die Regierung macht in den Immobilienraten oder in den Hypothekenraten. Wir sehen, dass im Prinzip die Finanzierung wieder incentiviert wird, dass die Zinssätze runtergehen für Hypotheken in China. Also genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich in der westlichen Welt haben. Ja, genau, es geht also attraktiver da zu investieren. Ja, also im Endeffekt hier sehen wir quasi den Rückenwind, den wir hier als Gegenwind haben bei uns in Europa oder auch in den USA. Und was hier auch ganz wichtig ist zu sehen, wenn man sich die gelbe und die orange Linie zusammen anschaut, also sie incentivieren jetzt eben auch nicht nur die erste Hypothek, die genommen wird für das Eigenheim, sondern sie incentivieren hier an der Stelle auch, dass im Prinzip für zweite Wohnungen, die gekauft werden, die Zinsen runterkommen. Das heißt, man ist hier schon sehr stark darum bemüht, dass eben auch gerade dieses Thema nicht nur zum Wohnen genutzt wird, sondern wieder zur Geldanlage genutzt wird. Ja, muss ich kritisch fragen, kommt dieses Vertrauen noch bei den Investoren an? Du hast von Vertrauen gesprochen. Wie stark ist denn das Vertrauen in die Politik, das Problem im Griff zu haben, beziehungsweise das Problem nicht zum größeren Problem werden zu lassen? Also wenn man sich jetzt auch gerade so die Immobilienstatistiken aus den letzten Monaten anschaut, dann sieht man eigentlich schon, dass gerade in den Tier 1, 2, 3 Städten, also in den küstennahen Städten, in den großen Ballungsräumen, die Preise sich eigentlich sehr gut stabilisieren, zum Teil auch die Transaktionszahlen wieder anziehen und dass da eigentlich schon Vertrauen da ist. Schwieriger wird es halt, wenn man wirklich ins Hinterland geht, in die Lower Tier Cities, wie es immer so schön heißt. Da ist zum Teil auch noch ein signifikantes Überangebot am Markt. Da gibt es Developer, die im Endeffekt in finanziellen Schwierigkeiten stecken. Also wir haben ja auch selbst, was ja für China nicht unbedingt üblich ist, Pleiten in dem Segment gesehen in der Historie. Und insofern ist da sicherlich noch wesentlich mehr Arbeit zu leisten, als jetzt in den küstennahen, in den üblichen großen Städten wie Shanghai, Hongkong entsprechend auch ähnlich ein Stück weit wie die großen Küstenstädte in Mainland China. Yeah, yeah. Also da sehen wir eigentlich genau die Stabilisierung, die man sehen möchte. Die zweite und dritte Reihe ist sicherlich was ich erst noch zeigen muss, wo man bisher noch nicht das sieht, was man eigentlich gerne haben will an der Stelle. Lass uns mal jetzt ohne das Thema Immobilienkrise jetzt nicht überzustrapazieren, noch ganz kurz auf die Immobilienpreise eingehen. Ich sehe hier im Prinzip keine Erholung oder wie deutest du das Ganze? Ja, wenn man sich jetzt hier eben so die letzten Kerzen anschaut, ganz rechts am Bildrand, dann sehen wir eben, dass bei diesen 70 Städten, die hier abgeleuchtet werden, ein signifikanter Anteil mittlerweile mit dem blauen Balken steigende Preise hat. Mhm. Also das ist eigentlich letztendlich die Bestätigung dessen, dass die Politik auch anfängt zu greifen und das offensichtlich. Also das Vertrauen, das ist das Zeichen des Vertrauens, kann man das so sagen? Ja, und vor allem auch, dass im Endeffekt wieder Transaktionen da sind, die steigende Preise zeigen. Und das ist eigentlich auch das, was wir mitnehmen konnten von der Konferenz, dass eben auch gerade diejenigen, die in dem Sektor aktiv sind, und die sagen zum Beispiel auf der Vermittlerebene sind, also sprich mehr so im Maklerbereich, dass die schon signifikant mehr Interesse sehen und auch besseres Sentiment sehen bei den Käufern mittlerweile. Mhm. Vielleicht ganz kurz, meine Damen, meine Herren, noch der Hinweis, ich hatte es eingangs vergessen. Sie wissen, Sie können sich die Folien immer downloaden. Also wenn Sie das Ganze nochmal nachsehen wollen, gucken Sie sich die Folien gerne im Nachgang an. Gehen Sie auf Download, dann haben Sie die Folien bei sich. Und wenn Sie Fragen haben, dann gerne unten im Chat Ihre Fragen stellen. Wir versuchen dann wie immer darauf einzugehen. Okay, bleiben wir noch ganz kurz auf der fundamentalen Ebene, bevor wir dann auch zur monetären Ebene kommen, die ich sehr wichtig finde für Asien. Wir sprechen ja heute nicht über China, wir sprechen dann auch später über Japan, aber auch ein ganz wichtiger Aspekt. Nur der wichtige Motor China ist jetzt wieder angesprungen, so sollte man meinen, nach der Beendigung des Zero-Covid-Periode. Und ich habe es hier mal mitgebracht mit den Bruttoinlandsprodukten. Das ist eine Sache, die vielleicht ganz interessant ist. Also wir haben hier wieder einen richtigen Zacken nach oben gesehen. In China wurde wieder ein leichter Anstieg
jetzt sehen im Bereich der Konjunktur, des Bruttoinlandsprodukts, also des Wachstums. Jetzt sprechen wir in der westlichen Welt Europa von Rezessionsgefahren. Wir sprechen von Rezessionsgefahren in den USA. Soft Landing ist ein Thema. Man fragt sich hier ein Stück weit, schaffen das die Amerikaner wirklich mit ihrer Zinspolitik, dieses Soft Landing zu erreichen? Da rutschen wir nicht doch in die Depression, hätte ich beinahe gesagt, in die Rezession. Jetzt ist aber China sehr stabil. Jetzt müsste man eigentlich sagen, hey, viel mehr Investment darüber, aber es passiert nicht. Woran liegt das? Also man fragt sich natürlich schon so ein bisschen, wenn man sich die Wirtschaftsdaten alleine anschaut, dann müsste man denken, dass mehr Inflow, wie es so schön heißt, immer da ist. Aber man sieht eben auch, dass bei den internationalen Investoren gerade auch so ein bisschen der Zweifel da ist, dass eben auch in dem Kontext, dass halt vor allem diese Staatskonzerne zuletzt performen konnten. Das heißt, die Frage ist dann auch immer auf der Investorenseite, traut man sich jetzt wirklich wieder zurück in die Staatskonzerne nochmal Gelder zu investieren? Oder ist das was vielleicht unter, ich sag mal, politischen Vorbehalten, unter Rechtfertigungsgründen etc. zum Teil ja auch mit Unternehmen zu tun hat, die dann auf Sperrlisten stehen, in die man gar nicht unbedingt investieren darf, gerade aus amerikanischer Sicht. Insofern ist ich sag mal, der andere Teil des Marktes, der eigentlich eher kommerziell geprägt ist, der performt momentan nicht so stark in vielen Bereichen, wie es eben diese Staatskonzerne tun. Und das ist sicherlich auch was, womit sich dann die große Schar der internationalen Investoren ein Stück weit schwer tut. Eigentlich müsste man in die Staatskonzerne, aber da gibt es eben nicht unerhebliche politische Vorbehalte. Und wenn man sich auch die geopolitischen Spannungen immer wieder anschaut zwischen den USA und China, dann ist das natürlich immer so ein bisschen der Ritt auf Messers Schneide, ob man sich dann gerade in diese Unternehmen auch wirklich in größeren Stilen hineintraut. Und ich denke, wir machen es in vorsichtigen, dosierten Schritten und wahrscheinlich machen viele andere das auch ähnlich. Ja. Dass eben für diesen großen, ich sag mal, für diesen großen Inflow, den man eigentlich hätte vielleicht sonst erwarten können, wenn es geopolitische Spannungen in der Form nicht in dem Ausmaß gäbe, der im Endeffekt die Gelder da an der Stelle noch zurückhält. Und die Frage ist halt, kann es dann überhaupt so kommen oder ist nicht dieses geopolitische Thema gerade zwischen den USA und China eins, was den Markt langfristig dann einfach auch ein Stück weit zurückhält und Gelder zurückhält am Ende des Tages? Also es bleibt brisant und wahrscheinlich ist es dann für viele tatsächlich sinnvoller, erstmal in der westlichen Welt, die einschätzbarer ist, die planbarer ist, trotz Rezessionsgefahren zu investieren und vorsichtig in Asien reinzugehen. Und da muss man auch ganz klar noch eine Sache anfügen. Man sieht das nämlich auch relativ stark. Also man sieht eben, dass gerade die Unternehmen, die jetzt gar nicht in China gelistet sind, stark laufen, aber die dort starkes Geschäft machen. Also das ist eigentlich der Weg, den viele Investoren dann auch beschreiben. Also über Umwege quasi in China investieren. Dass man jetzt gar nicht unbedingt die Unternehmen nimmt, die halt direkt dort an der Börse notiert sind, sondern dass man versucht eigentlich von denen zu profitieren, die im Endeffekt jetzt an diesem Opening Up entsprechend positives Geschäftspotenzial haben, aber vielleicht in den USA gelistet sind, in Europa, in Frankreich, zum Beispiel in der Luxusgüterbranche, in USA ähnlich. Das im Prinzip gerade dieses Wiederaufflammen des Konsums, was wir dort sehen und die Unternehmen, die davon dann profitieren können, dass die halt oft auch an anderen Börsen dann im Endeffekt gekauft werden, um ein Stück weit auch diesen, ich sag mal, politischen Risiken des Investierens an der Stelle dann aus dem Weg zu gehen. Gutes Schlusswort auf der fundamentalen Seite. Lass uns mal in die monetäre Welt eintauchen. Ich hatte es schon gesagt, uns beschäftigt ja natürlich die Zinspolitik, die in der westlichen Welt stark an die Inflation gekoppelt ist. Wenn man sich das jetzt mal in Asien anschaut oder ganz im Speziellen jetzt in China, dann ist die Inflationswelt eine deutlich andere, beziehungsweise was die Verbraucherpreise betrifft, noch eine deutlich niedrigere. Wie schätzt du die Inflationssituation ein, beziehungsweise die damit verbundene Zinspolitik in China? Ja, man sieht eben, wenn man sich den Chart hier anschaut, gerade auch in der oberen Bildhälfte, dass China einfach Luft hat, die Zinsen zu senken. Mhm. Also sprich, das, was wir in anderen Märkten an Problematiken haben, eben speziell auch in Europa und den USA, mit Inflationsraten jenseits der 5%-Grenze, das sehen wir halt in der Form in China gar nicht. Im Gegenteil, zuletzt kamen sie sogar noch wieder etwas zurück. Das heißt, es gibt hier eigentlich keinen Grund für die Zentralbanken, einen ähnlich restriktiven Kurs zu fahren, wie wir den in der westlichen Welt im Moment haben. Insofern ist das sicherlich auch einer der wenigen Märkte, die eben, weil sie dieses Inflationsproblem so nicht haben, Luft haben für Zinssenkungen. Dann kommt eben auch noch hinzu, dass eben nach Covid im Endeffekt Stimulierung notwendig ist, um den Markt wieder zurück auf seinen Wachstumskurs zu bringen. Ich denke, von vielen Seiten hört man auch, dass es eigentlich die Regierung jetzt wieder mal ein Jahr braucht, wo sie auch die Bevölkerung ein Stück weit glücklich machen in China, um es mal so rum zu sagen. Ich meine, die Entbehrungen der letzten Jahre waren jetzt nicht unerheblich. Xi Jinping war auch ein bisschen in der Kritik, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ganz unumstritten war er nicht mehr bei der Bevölkerung. Nein, ich meine, man hat jetzt auch zwischenzeitlich mal dieses Aufflammen gesehen, wo dann die Chinesen wirklich vor den Bankfilialen gestanden haben, weil eben Bauprojekte nicht fertiggestellt wurden, die Gelder alle im Vorschuss schon überwiesen waren und im Endeffekt die Leute dann ihre Wohnung nicht bekamen und das Geld aber auch nicht mehr da. Und dass man dann auf der Straße Proteste gesehen hat in diesem Kontext, das ist sicherlich für China nicht das, was man alle Tage hat.
Und das mahnt dann sicherlich auch die Regierung so ein Stück weit zur Vorsicht, dass jetzt vielleicht auch wirtschaftlich ein Jahr da sein muss, was Erfolge zeigt, also sprich Wachstum zurückbringt. Man kann ja mit Propaganda ein bisschen gegensteuern, aber ewig klappt das auch nicht. Insofern ist das gut nachvollziehbar, dass Xi Jinping da aufgemacht hat, wobei ich ehrlicherweise sehr überrascht war über diesen der gravierende Schritt der Öffnung. Aber kommen wir, bleiben wir nochmal bei der monetären Situation. Wir haben jetzt über die Inflation gesprochen. Das heißt, die beeinflusst die Zinspolitik. Es gibt aber auch die Politik der Geldvermehrung, also die Geldmengenentwicklung ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und da sehen wir im Gegensatz zu Europa und USA, wo wir deutlich im Minus sind, ich glaube, Überschussliquidität in USA, glaube ich, schon bei minus 15 und Europa bei minus 11, also schon deutlich im Minus. Und hier sehen wir eine Geldmengenentwicklung in China, die im Plus ist und damit auch eine positive Überschussliquidität, wenn auch nur knapp über der Nulllinie. Hilft das auch ein Stück weit, dass die monetäre Situation nicht angespannt ist? Oder würdest du sagen, nein, insgesamt ist es viel wichtiger, dass die Zinspolitik Luft nach oben hat? Oder nach unten in dem Fall. Für die Börse würde natürlich die Überschussliquidität schon auch massiv helfen. Yeah. Nachdem China jetzt per se aber so stark abhängig ist eigentlich von der Wiederbelebung des Immobilienmarktes, würde ich vermuten, dass eigentlich momentan fast die Hypothekenkreditseite die Immobilienkreditseite das wichtigere Momentum im Moment liefert. Denn im Endeffekt warten jetzt alle darauf, dass die Immobilienbranche das stützende Momentum für diese 5% Wachstumsziel liefert. Okay. Das wäre jetzt meine Interpretation an der Stelle. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass zwar für die Börse das ganz signifikant ist, dass hier die Überschussliquidität auch gerade im Vergleich zu anderen internationalen Märkten sich so positiv ausnimmt. Aber man muss selektiver hinschauen. Also man muss, aber ich denke, das wird nicht helfen, wenn man nicht sieht, dass die Wachstumsziele geschafft werden an der Stelle. Und nachdem wir eben hier aus so einem gewissen Tal der Tränen, will ich mal sagen, nach Covid kommen, denke ich, wird ganz stark davon abhängen, dass man wirklich auch sieht, dass China jetzt eben mit seinen Belebungsversuchen und mit gezielten Stimulierungsmaßnahmen Erfolg hat, diese 5% zu erreichen. Ja, du hattest ja ein paar Impressionen mitgebracht. Ich gucke bloß immer nebenbei auf die Uhr, dass wir es auch schaffen. Lass mich ganz kurz nochmal auf die Situation jetzt in Europa eingehen. Ich habe es hier extra eine Folie mitgebracht. Wir sehen jetzt hier die Überschussliquidität mit minus 11 in Europa und minus 15, ich hatte es gerade gesagt, in den USA. Das ist schon eine andere Situation. Aber was interessant ist, ist die Überschussliquidität auch in Japan. Das möchte ich einfach an der Stelle noch mal kurz sagen. Also Japan und China, beide sind sehr positiv. Lass uns mal einen kurzen Schwenk nach Japan machen. Japan ist ja seit vielen Monaten eigentlich schon so ein kleiner Hoffnungsträger, aber springt auch nicht so richtig an. Wie schätzt du die japanische Situation ein? Also es war ja lange Zeit auch ein gewisses Abwarten in Japan, wie sich jetzt die neue Besetzung der Notenbank dort einfügt, ja. Also mit Herrn Ueda, der jetzt im Endeffekt dann... Also ob sie taubenhaft oder hawkisch genau, sind? Also wie restriktiv die neue Notenbankpolitik ist, ob es da wirklich einen signifikanten Umschwenk gibt, der natürlich dann auch starke Implikationen für die japanische Währung hätte. Und bisher ist es ja mehr ein Weiter-so zurzeit noch, muss man sagen. Und bisher zeichnet sich nicht ab, dass es zu stark in eine ähnliche Politik umschwenkt, wie sie die Amerikaner mehr forcieren. Das heißt, wir sehen jetzt hier eigentlich weiterhin eher das sehr niedrige Zinsniveau. Wir haben im Vergleich zum Vorjahr immer noch eine sehr schwache Währung, was natürlich den Exporteuren und auch den ganzen Unternehmen, die Gewinne im Ausland machen, signifikant hilft. Mhm. Das war sicherlich eine der Befürchtungen, die zeitweilig im Markt war, dass die Währung hier mit einer restriktiveren Notenbankpolitik eben ein Gegenwind werden könnte für die japanischen Unternehmen. Das hat sich bisher so noch nicht abgezeichnet. Ob es dann doch noch kommt, ist eine andere Frage, aber zunächst mal gibt es natürlich weiterhin erstmal den Rückenwind für die Japaner an der Stelle. Das heißt, Niedrigzinsumfeld im Gegensatz zu vielen anderen Developed Markets, wo die Zinsen eher hochgehen. Und wir sehen eben auch, dass auch hier so ein gewisser Opening-Up-Effekt eintritt. Also sprich, auch Japan war ja noch sehr lange eigentlich von Covid belastet. Ja. Und auch da kommt jetzt eigentlich so ein bisschen erst das Leben in viele Bereiche zurück. Also auch wenn man mit den Konsumgüterunternehmen redet, dann sieht man auch entsprechend positive Signale, ähnlich wie in China eben in Japan. Mhm. Sprich, auch da gibt es so einen gewissen verzögerten Opening-Up-Trade, wie es so schön heißt. Und das Ganze unterstützt eben von diesem niedrigen Zinsumfeld und im Vergleich zu Märkten wie in Europa oder den USA eben auch mit einer deutlich moderateren Inflationsrate zumindest. Auch da ist sie höher, als sie sein sollte mit so um die 4%, aber sicherlich nicht vergleichbar mit dem, was wir gesehen haben jetzt zuletzt in Europa und in den USA. Also wir können jetzt über viele andere Länder noch sprechen in Asien. Es gibt ja nicht bloß Japan und China. Da fehlt uns ein Stück mal die Zeit, aber es ist schon wichtig zu sagen, okay, die Musik sollte eigentlich in China und Japan spielen, ein Stück weit, zumindest spricht vieles dafür, aber in China noch ein Stück weit Vorsicht und in Japan haben wir schon Rückenwind, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das einfach mal monetär auch zusammenzufassen. Ja, und man muss natürlich auch sagen, dass man in Japan auch zuletzt Initiativen gesehen hat, die zumindest den Eindruck erwecken, dass sie mehr Wert darauf legen,
auch den Kapitalmarkt gegenüber den internationalen Investoren attraktiver zu machen. Mhm. Also aus persönlicher Erfahrung heraus hat man schon den Eindruck, dass mehr Wert darauf gelegt wird, dass die Leute, die mit den Investoren sprechen, zumindest ein gewisses Englisch sprechen, was nicht immer der Fall war in der Vergangenheit. Habe ich live erlebt. Und dass eben auch so Initiativen gefahren werden, wie zuletzt, dass man wirklich von den Unternehmen will, nachdem ja auch Japan von der Bewertungsseite ja immer noch enorm günstig war in der Historie und viele Unternehmen unter Buchwert notiert haben. Nicht immer zu Unrecht, muss man ehrlich sagen, wenn man sich die Rentabilitäten anschaut. Aber es ist zumindest ein Thema, was jetzt offiziell und medienwirksam angegangen wird, dass man von den Unternehmen, die unter Buchwert notieren, erwartet, dass sie im Endeffekt einen Plan vorlegen, wie sie das ändern möchten. Und auch wenn es vielleicht nicht jeder hinbekommen wird, würde ich jetzt mal sagen, ist es doch zumindest so, dass das so von diesem Aspekt des Public Shamings, wie es so schön immer heißt, schon für viele der Unternehmensführer ein signifikanter Punkt ist, da Erfolge zu zeigen, um nicht dann irgendwo als das Negativbeispiel dazustehen. Oder hinten runterzufallen, ja. Und womöglich dann eben aus Indizes oder anderen Komponenten oder Marktsegmenten entsprechend ausgeschlossen zu werden, genau, wenn sie da nicht liefern im Laufe der nächsten Jahre. Ich habe jetzt schon mal eingeblendet hier, während du das ausgeführt hast, die Markttechnik. Und da habe ich eine Folie dabei, die ich hochinteressant finde, ehrlicherweise. Und zwar habe ich nur eine Folie dabei, und zwar das politische Risiko in China, was ist immer noch sehr, sehr hoch ist. Also man hat natürlich jetzt hier, wenn man sich das mal anschaut, da haben wir den Handelskonflikt gehabt, logischerweise. Wir haben hier die Covid-Situation gehabt, alles ein Stück weit nachvollziehbar. Aber wie erklärt sich das? Also gerade in Phasen politischer Unsicherheit, wirtschaftspolitischer Unsicherheit wohlgemerkt, ist der Markt eigentlich unter Druck? Ist das auch ein Zeichen dafür, dass man noch vorsichtig sein sollte in China? Ich denke, also China ist, also man sieht es ja auch so ein bisschen in der Historie, es hat sich halt viel verschoben, auch in der Vergangenheit, muss man ganz ehrlich sagen. Also es hängt halt noch, sag mal, früher war man sich zumindest sicher, dass es eine gewisse Öffnung von China gewollt ist und dass eben auch der wirtschaftliche Erfolg der Unternehmen stark gewollt ist und dass im Endeffekt auch die chinesische Regierung gerne sehen wollte, dass das chinesische Unternehmen aufsteigen zu internationalem Ruhm und Größe im Endeffekt, was man ja auch bei den großen Technologiekonzernen in China lange Zeit beobachten konnte. Und dann gab es eigentlich mit diesem Umschwenken, wo du, Mario, ja auch noch einen sehr guten Chart zu hast, in dieser politischen... Da komme ich gleich drauf, ja. In diesen politischen Zielen, die wir gesehen haben von der Regierung, gab es schon einen ziemlichen Erdrutsch in eine ganz andere Richtung zuletzt. Und ich denke, das ist auch das, was den Markt hier so verunsichert. Also, dass im Endeffekt nicht mehr ausgemachte Sache ist, dass der Kapitalmarkt und die Wirtschaft unisono nach vorne muss, sondern dass einfach andere Ziele mittlerweile eine signifikantere Rolle spielen für die Regierung. Also ein gutes Stichwort. Ich hatte ja gesagt, Xi Jinping war nicht mehr ganz unumstritten. Es ist immer so, umso größer der Wohlstand eines Volkes, umso schwieriger wird es politisch, Dinge durchzudrücken. Solange der Wohlstand größer wird, folgt das Volk der Führung. Aber wenn der Wohlstand dann stagniert oder vielleicht sogar ein Stück weit zurückkommt oder durch Krisen wie die Immobilienkrise beeinflusst ist, dann hat die Politik schon Probleme, das Volk ein Stück weit hinter sich zu sehen. Und ich habe jetzt eine Folie dabei, die das erklären soll ein Stück weit, und da würde mich deine Meinung auch interessieren. Also Xi Jinping hat ja, wenn man so möchte, jahrelang die Politik des Reichtums verfolgt. Also man hat, wie du sagtest, große Unternehmen gesagt, ihr dürft alles tun, um hier vermögend zu werden, ihr dürft das aufbauen, ihr dürft Arbeitsplätze schaffen. Man sieht es hier ganz klar an diesem Pfeil, dass irgendwann das Blatt gewendet hat und man irgendwann zur Politik der sozialen Gerechtigkeit übergegangen ist, oder man kann es auch Sozialismus nennen. Nur ein Beispiel, dass zum Beispiel Unternehmen, die für die Fortbildung sorgen, keine Profite mehr machen dürfen, oder andere Unternehmen, die stark reguliert wurden, mit Spenden quasi aufgefordert wurden, sich an der Wirtschaft zu beteiligen. Das Thema ist natürlich für einen außenstehenden Investor ein Problem, aber sagt, wir wollen freie Marktwirtschaft, wir wollen keine Restriktionen, wir wollen eher, dass der Wettbewerb hier angekurbelt wird. Ist das auch nochmal so ein Punkt, den man kritisch sehen muss, oder sagt man, ja, den hat man inzwischen eingepreist, das ist eigentlich akzeptiert vom Markt? Ich denke, das ist sicherlich ein signifikanter Faktor, der dafür spricht, dass wir die Bewertung, die wir in China haben, eben nicht auf ein Niveau heben können, wie wir es an den westlichen Märkten im Moment haben. Ja, okay. Also wenn man sich auch anschaut, zum Teil bei chinesischen staatsnahen großen Telekom-Konzernen zum Beispiel, wie hoch da die Netto-Kasse-Positionen sind relativ zur Marktkapitalisierung, dann würde man eigentlich denken, man kriegt was geschenkt. Aber die Sache ist dann eben immer am Ende des Tages auch, hat der Investor eigentlich was davon und wird er dieses Geld jemals sehen? Und das ist sicherlich ein Knackpunkt, eben den man auch gerade bei diesen staatsnahen Konzernen immer hat, dass man nicht genau weiß, wie die Mittelverwendung am Ende des Tages dann aussieht. Selbst wenn die enorme Profite machen, ist es halt nicht gesagt, dass das irgendwann dem Shareholder zugutekommt, sondern das kann auch immer wieder in andere Kanäle fließen oder in staatlich gewollte Unterstützungsmaßnahmen eingehen.
Wir haben es ja auch in der Historie schon mal gesehen, dass dann eben Telekom-Konzerne auf einmal in den Bankensektor investieren mussten, der jetzt eigentlich nicht unbedingt das nächstliegende Feld für sie war zum Investieren. Und ähnliche Schritte, die in der Historie gemacht wurden. Das heißt, man ist sich eigentlich nie so ganz sicher, dass das Geld am Ende dann vielleicht als Dividende oder in ähnlichen Aspekten an den Shareholder zurückkommt. Und das ist sicherlich auch ein Faktor, der einfach dann die Bewertungen langfristig dämpfen wird und wahrscheinlich eher im, ich sag mal, PE-seitig einstelligen Bereich hält und nicht zum Aufschließen bringt gegenüber den westlichen Märkten. Jetzt dürfen wir ja nicht über Einzelaktien sprechen, das will ich jetzt auch gar nicht, aber ich versuche es mal zu umschreiben. Es gibt ja nicht wenige, ich sage mal, Leistungsträger des kapitalistischen Systems, ich blende es mal hier eben ein, die Einfluss nehmen wollen auf die chinesische Wirtschaft. Und man sieht es hier, du hast die Bilder mitgebracht aus Asien, aus China, aus Hongkong. Interessant, dass auch solche Unternehmen wie hier abgebildet sich mit Bildern beziehungsweise mit der Aufmachung auf den chinesischen Markt einstellen. Ist das so ein Zeichen dafür, dass man nach wie vor präsent sein möchte von außen, dass man sagt, okay, das Jahr des Hasen, wir sind dabei? Oder wie ordnest du das ein? Also mit vielen Unternehmen, mit denen man spricht, auch wenn man sich zuletzt jetzt zum Beispiel die Conference Calls von großen Sportartiklern angehört hat, dann ist halt Lokalisierung der Produkte immer noch ein ganz wichtiges Thema. Und zunehmend auch gerade zum Beispiel im Modeaspekt versuchen auch viele lokale Hubs im Endeffekt dann zum Beispiel in Shanghai aufzubauen, die dann auch nochmal Produkte im Endeffekt an den Markt bringen, die nochmal stärker lokal auf das chinesische Publikum ausgerichtet sind. Und hier sieht man es, ich sag mal, in Ansätzen, dass sicherlich bei einer großen Fastfood-Kette, Bubble Tea habe ich jetzt zum Beispiel jetzt in Europa so noch nicht gesehen. Aber genau das versucht man im Endeffekt, dass man die Lokalisierung der Produkte schafft mit großen Ketten, die halt in diesen Märkten sehr erfolgreich sind. Und das ist ja ein Stück weit auch ein Weg, der eben den die Investoren momentan beschreiten, dass man versucht im Endeffekt dann eben über Konzerne in den Markt reinzugehen, die halt da ein attraktives Wachstumspotenzial haben und die diese Lokalisierung auch aktiv angehen und damit natürlich auch ein Stück weit sich mal sich langfristiger in diesem Markt etablieren. Und das ist durchaus auch was die Chinesen positiv wahrnehmen, ist, wenn man sie quasi, ich sage jetzt mal, ernst nimmt und den Lokalkolorit der chinesischen Kultur ein Stück weit auch in diese Produkte dann mit einbringt, was dann auch eben entsprechend oftmals einen sehr positiven Widerhall in den sozialen Medien dann in China erzeugt. Du hattest es gesagt, auch Investoren von außen. Ich habe hier eine Frage im Chat von einem Teilnehmer, der sagt, wie groß ist denn eigentlich das Problem für die Deutschen? Also wir haben eine große Abhängigkeit zu China. Löst sich dieser Druck deiner Meinung nach oder ist der Druck immer noch groß? Sozusagen die Exportabhängigkeit schadet natürlich jetzt Deutschland oder ist durch Ende der Zero-Covid-Politik dann eine gewisse Erleichterung zu verspüren? Also die Erleichterung, denke ich, hat man zuletzt schon gesehen in den Supply Chains. Also das wurden, ich sag mal, viele dieser Aspekte kann man ja nicht von einem Jahr ins nächste einfach umkrempeln. Und ich sag mal, die Probleme, die dann eben Covid gezeigt hat in Sachen Supply Chain, auch gerade eben für, ich sag mal, für die Autowirtschaft oder für andere Branchen, die haben sich sicherlich in nicht unwesentlichen Teilen mittlerweile Gott sei Dank normalisiert. Also man sieht es ja auch ein Stück weit daran, dass eben auch wieder mehr Autos auf den Markt kommen aus dem mittleren und unteren Preissegment, wo zeitweilig die Chips halt nur noch in die High-End-Modelle verbaut wurden. Insofern sieht man sicherlich, dass das eine Normalisierung erfährt. Aber was sicherlich ein ganz wichtiger Faktor ist, ist eben die Abhängigkeit vom Absatzmarkt China. Und da sehen wir halt eben auch gerade in Märkten wie dem Automarkt schon einen ganz signifikanten Gegenwind durch die lokalen Wettbewerber. Nicht unbedingt nur, weil das jetzt auch politisch gewollt ist, sondern auch, weil sie einfach besser werden, muss man ganz ehrlich sagen. Und Die stehen natürlich nicht auf der Stelle, die wachsen nee. auch ganz klar. Und gerade im EV-Bereich, also bei den Elektroautos, sieht man halt schon, dass die lokalen Wettbewerber in China signifikant Boden gut machen und das mit einem sehr attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis zum Teil. Also insofern muss man sicherlich China jetzt eben zukünftig viel mehr nicht nur als Absatzmarkt sehen, sondern eben in manchen Segmenten, wo sie vielleicht bisher noch nicht so weit waren, auch zunehmend als Wettbewerber. Die Zeit läuft uns leider davon, deswegen mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ich habe hier nochmal eine Folie dabei, Verbesserung der Stimmung. Vielleicht kannst du zwei Sachen dazu sagen. Ist eine Stimmungsaufhellung wirklich spürbar? Das ist jetzt ein Chart, glaube ich, aus dem Februar, März oder trübt die Stimmung schon wieder ein? Wie ist deine Wahrnehmung aktuell? Also hier hat man es ja eigentlich ganz gut gesehen, dass lange Zeit die Chinesen halt in dieser ganzen Covid-Phase mit dem Chart, den wir ganz oben haben, mit den Deposits eigentlich, wenn sie gefragt wurden, wo würdet ihr jetzt im Prinzip Geld, was ihr frei habt, anlegen oder liegen lassen, dann ging es eigentlich immer weiter nur in diese Kontoguthaben. Das heißt, es hat sich eigentlich keiner wirklich interessiert dafür, in andere Bereiche zu investieren. Also starkes Ansparen hier, nicht Also sehr mehr defensive investieren. Ja, Haltung auch im genau. Ja. Endeffekt, ne? Und auf der Gegenseite dann halt Real Estate, also hier mit der Roten dunkelrot-braunen Linie, Linie, genau, greife ich auch mal ein. wo es eigentlich immer weiter zurückging über die letzten Jahre. Und da sieht man jetzt zuletzt zumindest eine gewisse Stabilisierung und einen kleinen Knick oben bei den Deposits. Das heißt, wir haben hier eigentlich schon am Jahresanfang gesehen, dass die Leute offensichtlich wieder willens sind, über andere Investitionen nachzudenken. Und das hat sich eigentlich in dem März-Datenpunkt und auch mit den Daten, auch wenn jetzt April einen gewissen Durchhänger hatte, aber auch von dem, was man so als erste Indikation aus dem Mai hat,
scheint sich das zumindest ein Stück weit so fortzusetzen. Das heißt, wir sehen hier schon von diesen sehr negativ defensiven Haltungen aus Covid heraus, dass ein gewisses Maß an zumindest langsamer Normalisierung offensichtlich in den Markt zurückkommt. Also es ist eine Stimmungsaufhellung da, aber es braucht Zeit, würde ich es mal zusammenfassen. Lass uns noch ganz kurz letzte Folie auf den D&E Asien-Fonds eingehen, der hier die Länderallokation hat. Ich will noch mal ganz kurz aus deinen Ausführungen Rückschlüsse ziehen. Man sieht hier zum Beispiel eine sehr hohe Japan-Gewichtung. Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Also das trägt dem bei, was du gesagt hast. Japan hat ein Stück weit Rückenwind, deswegen auch eine etwas höhere Gewichtung. Aber trotzdem sehe ich doch in Hongkong noch eine sehr hohe Gewichtung. Also da haltet ihr nach wie vor fest mit euren Investitionen, weil ihr den Markt auch sehr gut kennt, richtig? Es gibt ja auch in Hongkong, ich sag mal, spezifische Unternehmen, nachdem wir jetzt hier nicht so über die Einzelwerte sprechen, aber es gibt ja auch einen großen italienischen Luxusgüterhersteller, der zum Beispiel in Hongkong gelistet ist, der eine große Position ausmacht. Insofern muss man da halt dann wirklich Stockpicker sein, um es mal so rum zu sagen, und genau anschauen, in was man da investiert. Mhm. Aber man kommt natürlich an Hongkong nicht vorbei. Ich meine, es ist ein Asienfonds am Ende des Tages. Von der Wachstumsseite her ist China sicherlich in diesem Jahr voraussichtlich einer der sehr interessanten Märkte. Von der Zinsseite her ebenfalls. Das heißt, es gibt schon gute Gründe, in dem Markt auch zu sein, aber man muss sich halt genau anschauen, was man dort investiert und eben auch diese Abwägung treffen zwischen staatsnah und nicht staatsnah. Mhm. Moritz, 31 Minuten, Mensch, wir sind pünktlich. Ich bin stolz auf uns beide. Wir haben es tatsächlich jetzt in der halben Stunde wieder geschafft, obwohl ich noch viel, viel mehr mit dir hätte sprechen wollen. Danke für deine Zeit, für deine Ausführungen. Und meine Damen, meine Herren, ich habe hier ein paar Fragen noch im Chat drin. Die meisten haben mir beantwortet, was übrig ist. Darauf gehen wir noch ein. Kurzer Hinweis, am 14. Juni geht es weiter. An dem Tag, wo die Federal Reserve die nächste Notenbanksitzung hat, wir erwarten da ehrlicherweise keine nächste Zinserhöhung mehr. Also wir gehen davon aus, dass hier vielleicht noch nicht unbedingt das Zinshoch angekündigt wird, aber zumindest, dass wir da eine Zinspause sehen. Moritz, nochmal vielen Dank für deine Zeit und Ihnen wünsche ich wie immer alles Gute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie der Börse treu, idealerweise auch der D&E Kapital AG. Und ich freue mich, wenn Sie wieder zuschalten am 14. Juni. Bis dahin, alles Gute.